Die kölnische Note. Das war für den Architekten Wilhelm Riepan immer der Maßstab seines Schaffens. Egal, ob er ganze Wohnsiedlungen wie Weiße Stadt und Blauer Hof, Grüner Hof, Bickendorf oder Zollstock für Köln plante, oder ob er sich um Wohnungsgrundrisse kümmerte, ganz im Sinne von Licht, Luft und Bäumscher. Denn es ging ihm um den Menschen und dessen Anspruch auf gut belichtete und belüftete Wohnungen. 100 Jahre modernes Bauen im Westen und 130 Jahre Wilhelm Riepan waren denn auch Anlass für eine Veranstaltungsreihe mit Führungen durch die oben genannten Siedlungen, die die GAG durchgeführt hat. Die Fotoausstellung in der Kulturkirche Ost in Buchforst war der furiose Abschluss dieser Veranstaltungsreihe. Furios, weil die Kirche brechend voll war und sich die Kölner vor den großformatigen Fotos drängelten. Furios auch wegen der Anzahl und Qualität der Fotos und Originalentwürfe, die zu sehen sind. Und furios im musikalischen Sinne durch die Big Band 681. Dirk Kestel von der GAG wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass die Originalentwürfe von Riepan in letzter Sekunde vor der Entsorgung im Altpapier gerettet werden konnten. Die Erlöse aus dem Verkauf eines der Entwürfe oder eines Fotoabzuges kommen Maßnahmen der Obdachlosenhilfe durch den Verein Kunst hilft geben zugute. Was Sie hier sehen, Sie glauben gar nicht, wie kostbar das ist. Das wird sonst eben im Museum Ludwig oder so gezeigt. Ne? Also welchen Rang das hat. Und beim Manns erkennt man dann immer direkt den Unterschied zu Schmölz. Schmölz ist immer der, so ein bisschen der Überblick. Kommt natürlich auch hinzu, dass der Schmölz 20 Jahre älter war, aus einer ganz anderen Generation jetzt. Aber der Manns zum Beispiel, der arbeitet mit diesen Schlagschatten. Und es ist egal, ob Sie jetzt bei Zollstock gucken oder dann insbesondere bei der Weißen Stadt, das ist ganz wichtig, mit Licht modelliert er dann diese Aufnahmen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden 1,5 Millionen Wohnungen benötigt. Ja? Und die GAG, die ja auch zugleich größter Verwalter des Kölner Denkmalbestandes ist, hat halt eben tausende Wohnungen errichtet. Ne? Das muss man sich mal vorstellen, was damals in allergrößter Not möglich war. Visionen. Diese Fotos, die wir hier sehen, die dokumentieren, was dort damals geschehen ist. Ich schätze diese Wohnungen der 20er und 1950er Jahre ungemein, weil man daraus so viel machen kann. Ne? Die kann man, ja, da kann man sagen, die Zimmerchen sind klein, aber sie taugen zu etwas. Und, ja, das war damals auch eine Grundsatzdiskussion, Kochküche oder Wohnküche. Und Riepan gehörte zu den Vertretern der Wohnküche. Der Riepan, das war ihm ganz wichtig, immer die kölnische Note.